the gringo. Ja, wie ihr mitbekommen habt, wir befinden uns jetzt in den Sümpfen. Und ich musste gerade feststellen, wir kommen hier nicht mehr zurück. Wir sind hier irgendwie fest in den Sümpfen. Sehr seltsam. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich hier komplett durchkämpfen, beziehungsweise unsere Aufträge hier annehmen. Da will jemand ärgern. Na und? Lasse doch. Ja, richtige Waffe. Die spitze oder scharfe Waffe ist die richtige dafür. Und es sind ja nur Zombies. Bam. Klatsch, klatsch. Komm, komm her, du Klatscher. Was haben wir denn Schönes? Schauen wir mal. Schilddrüse eines Zombies. Schutz gegen Elektrizität. Man weiß ja nicht, was einen erwartet. Vielleicht brauchen wir den Schutz gegen die Elektrizität. Also werden wir es mal lieber mitnehmen. So. Leertaste drücken. Zack. Halt. Ach so, nee. Ja, wird ja interessant jetzt. Okay. Also am besten, wir lassen die Waffe aktiviert. Ich glaube, das sollte die richtige Entscheidung sein. Bam und eins in die Fresse. So, das war's. Noch nicht ganz. Er will auch noch was abhaben. Wir kämpfen im Wasser. Nee, wir müssen hier raus, Kumpel. Komm mal mit. Nee, der will nicht. Ja, gut. Oder warte mal, vielleicht kriege ich den von da oben. Nee, da kriegt nicht. Ja, der Zombie hängt da irgendwie fest. Vielleicht kann ich ein bisschen zaubern. Nee. Macht keinen Schaden. Tja, dann ist er wohl weg vom Fenster. Und damit willkommen zurück zu Two Worlds 2. Ja, sieht recht trostlos hier aus, muss man ehrlich mal sagen. Und ich schätze mal, wird die ganze Zeit so bleiben, dass es halt so ein bisschen trüb ist. Neuen Ort gefunden. Tier Gael. Gael meine ich. Oder Gael? Ist es Gael? Sieht recht verlassen aus, würde ich einfach mal behaupten. Kommen wir hier rein? Ah, okay. Wir haben was zum Nehmen. Yummy, yummy. Lecker, lecker. Hier irgendwas? Nö. Ja, wir müssen natürlich jetzt irgendeinen Punkt suchen, damit wir wissen, wie es weitergeht. Oh, hier ist eine Tür zum Öffnen. Das ist gut. Ist auch verschlossen und kommen also noch nicht rein. Irgendwann bestimmt, aber nicht jetzt. Hier, da drüben ist was. Eine Truhe, Profischloss. Ach, wenn man eine Weile kein Schloss geknackt hat, ist das ja nicht mal so einfach. Ja, wie man schon sieht. Ja. Ah. Ah, wieder nichts. Mann. Komm her, Dreck. Nee, also ich stelle mich dazu doof an im Moment. Ich nehme mal das automatische Schlossknacken, 14%. Einfach die Enter-Taste drücken. Noch habe ich 106 Dietriche und schon klappt es. Was haben wir da Schönes? Komm, gib mir was Tolles. Oh, was ist das hier? Söldnerhelm. Ja, mein Hut ist auch nicht schlechter. Na du, ja, na Gott sei schon. Nee, ich möchte gewappnet sein gegen irgendwelche Zaubereien. Also wir nehmen den natürlich, ist klar. Oh, Eichner tot. Ja, schade. Ich habe hier so eine Waffe. Die Eisklinge, die wollte ich ein bisschen aufbauen. Aber mir fehlen so eine Metallurgie-Punkte. Schade. Das heißt, beim nächsten Mal aufleveln brauche ich die. So, nochmal versuchen, ob es jetzt klappt hier. Komm her. Kein Bock, mich damit zu befassen. Aber ich brauche so langsam die Triche, wenn es weitergeht. Oh.
Oh ja. Yeah. Ja, mit Schildern habe ich das sowieso nicht. Oh. Ja, wie viel von den Heiltränken habe ich dann eigentlich? Das Zutateninventar, allgemeines Inventar. Heiltränke. Also diese kleinen 107, 18, 49 von diesen riesigen Dingern. Also ich denke mal, Heiltränke bin ich echt gewappnet. Ja, wo geht's jetzt weiter? Kann ich irgendwas im Journal anklicken oder so? Erste Begegnungen. Ah, er muss also jemand finden. So, mit Rechtsklick einfach mal markiert. Ist da vorne, 33 noch. 33 Meter, also da vorne muss jemand sein. Aber mal hier lang, ob irgendwas ist. Nö. Nicht ist. Hier vielleicht? Oh, komme ich hier hoch? Oder rein, besser gedacht? Hoch verschlossen. Alle verschlossen. Ah, ich sehe, da arbeitet jemand. Hallo? Verdammt, wer bist du denn? Hey, ganz ruhig bleiben. Ich bin nur auf der Durchreise. Durchreise? Aber wie bist du überhaupt hergekommen? Teleporter. Nun, durch den Sumpf. Was ist das für ein Dorf? Was hast du dir dabei gedacht? Dann eben so. Jetzt sind wir alle verloren. Hä? Oh. Ich muss die anderen warnen. Nun mal langsam. Vielleicht erklärst du mir erst, was hier los ist. Nein, geh zum Priester. Er wird wissen, was zu tun ist. Regen. Im Tempel, wo sonst? Geh jetzt! Sprich mit dem Priester im Tempel. 34 Meter. Da oben ist es. Aber ich will erstmal gucken, ob ich hier noch irgendwas abgreifen kann. Nö, sieht alles nicht so aus. Ja, ein paar Pflanzen. Aber die Pflanzen können mich mal. Oh. Bisschen schnitzeln? Nein, wir gehen zum Priester. Bevor wir schnitzeln. Ach. So, wo waren das jetzt? Hier oben. Oh, da ist irgendwas. Ah. Ein neues Gesicht. Nein, immer das gleiche. Ich habe am Brunnen einen Mann getroffen. Wie es scheint, ist er ziemlich beunruhigt über meine Anwesenheit. Ach, das muss Aiden gewesen sein. Offenbar hast du die Sümpfe durchquert. Ja, ich habe die Sümpfe durchquert. Was hat es mit euren Sümpfen auf sich, dass ihr euch so aufführt deswegen? Wir wachen darüber, dass wir die Kreaturen nicht stören, die dort lauern. Wenn sie dich gesehen haben auf dem Weg ins Dorf, wenn sie nur deine Anwesenheit gespürt haben, dann greifen sie womöglich an. Kreaturen im Sumpf? Ihre Diener. Ich glaube inzwischen auch, dass ihr ein Problem habt. Wir haben mehr als ein Problem. Ich muss jetzt die Rituale durchführen. Und zwar jetzt gleich. Vielleicht schützen sie uns noch ein weiteres Mal. Oder du entschließt dich dazu, uns zu helfen. Vielleicht, um deinen Fehler wieder gut zu machen. Na klar. Ich brauche ein bestimmtes Artefakt. Ein Amulett. Aiden hat eins. Bring es mir und ich erkläre dir mehr darüber. Warum sollte ich nach etwas suchen, ohne zu wissen, warum? Vielleicht, weil du den Gedanken nicht ertragen könntest, dass wir alle deinetwegen sterben müssen. Aber geh nur und probier es aus, wie lange du ohne das Amulett und meinen Schutz auskommst. Wenn die Priester, ich brauche einen neuen Ort gefunden. Nochmal mit ihm reden. Jeha. Nun, was gedenkst du zu tun? Bist du bereit, deinen Fehler wieder gut zu machen? Ich kann nur helfen, wenn du mir sagst, wie. Bring mir dieses Amulett. Was habe ich dir bereits gesagt? Du musst dich beeilen. Gut, ich mache mich auf die Suche nach Aiden. Tu das. Vielleicht haben wir dann noch eine Chance. Was ist das für ein Amulett? Es schimmert bläulich und hat gewisse magische Eigenschaften. Bring mir erst das Amulett, dann sage ich dir mehr dazu. Ein Geheimniskrämer.
Ja. Ich werde ihn finden. Hole Aidens Amulett. 27 Meter. Was willst du? Amulett her. Ich habe mit dem Priester gesprochen. Er schickt mich zu dir. Er meint, du kannst mir weiterhelfen. So stelle ich mir das vor. Der Priester braucht ein Amulett. Vergiss es. Wenn du ein Amulett willst, dann hol dir selbst eins. Gibt es noch mehr von diesen Amuletten? Ja, schon. Manche der Kreaturen tragen sie. Aber eigentlich nur die Bastarde in der Nähe der Krypta. Gut zu wissen. Warte, so einfach ist es auch wieder nicht. Es hängt irgendwie mit den Blitzen zusammen. Wenn sie in die Spitze der Krypta einschlagen, das scheint sie anzulocken. Wie zum Teufel soll ich einen Blitz in eure Krypta einschlagen lassen? Die Blitze werden von alleine angezogen. Ich meine, das war so, bevor ich die metallene Spitze abmontiert habe. Ich hatte genug davon, dass diese schleimigen Bastarde sich in der Gegend dort herumtreiben. Deshalb habe ich das verdammte Ding bei Gelegenheit runtergenommen. Das heißt, wenn man sie wieder anbringt... Wo ist das Teil jetzt? Bei Colleen. Ich dachte, er hat sicher Verwendung dafür. Wer ist das? Colleen ist unser Schmied. Warum haut den Typen jetzt nicht einfach eine runter und nimm mir sein Amulett? Weil ich gut bin? Anscheinend. Ich könnte mir das Amulett auch einfach nehmen. Denkst du, ich trage es einfach so mit mir herum? Von mir erfährst du nicht, wo es ist. Auch nicht, wenn du mich umlegst, falls du mit dem Gedanken spielst. Wie hast du das Amulett bekommen? Ich hab's gefunden. Es hing am Hals eines dieser Bastarde. Aber er war schon tot. Seine Leiche lag in der Nähe des Dorfes. Die Schutzzauber des Priesters müssen ihn aufgehalten haben. Dann sorgt er für die Sicherheit hier im Dorf? Ja, die ganzen Jahre schon. Ich finde immer wieder ihre Leichen ganz nah beim Dorf. Das müssen seine Schutzzauber sein. Warum kannst du mir nicht einfach dein Amulett geben? Das geht wirklich nicht. Es schützt mich außerhalb des Dorfs. Und ich bin der Einzige, der die Leute hier mit Essen versorgt. Du alleine? Die anderen wagen sich nicht weit genug vom Dorf weg. Wie lange lebt ihr schon so? Ach, was weiß ich. Viele Jahre. Man verliert völlig das Zeitgefühl hier. Es gibt ja nicht mal einen Wechsel der Jahreszeiten. Was hat es mit dem Amulett auf sich? Es glüht auf, wenn es in ihre Nähe kommt. Dann weiß ich, dass ich weglaufen muss. Also vergiss es, auf das Amulett kann ich nicht verzichten. Was meinst du mit ihrer Nähe? Eine Hexe. Sie hetzt uns diese schleimigen Bastarde auf den Leib. Aha. Also, dann... Na gut. Finde den Schmied. 85 Meter ist ja nicht weit, aber ich sehe da vorne was glühendes. Was ist das hier? Was ist das? Keine Ahnung. Na gut, also den Schmied suchen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Mist, glaube ich, muss hier rum irgendwie. Da hat der Schmied. Warte, den Schmied. Erstmal treten. Ja, los, komm. Oh, wir haben ihn gerettet. Danke, mein Sohn. Ohne dich hätten sie mich zerfleischt. Gern geschehen. Du bist Colleen, habe ich recht? Colleen, der Schmied. Zu deinen Diensten. Du hast dich weit rausgewagt. Ich wollte nur Wasser holen für die Schmiede. Da fällt mich dieses Ding an. Normalerweise kommen die nicht an diese Stelle.
Das kann nicht so weitergehen mit diesen Kreaturen. Ich meine, wie ihr hier lebt. Ich habe einen Plan. Und als ersten Schritt muss ich einen Blitz einschlagen lassen in den Sümpfen. Aiden hat mir von der Spitze auf der Krypta erzählt. Ach, ich erinnere mich an das Ding. Ist schon eine Weile her. Aiden meinte, ich könnte es gebrauchen. Aber es hat diese Bastarde nur noch näher an das Dorf herangelockt. Da habe ich es lieber raus in die Sümpfe gebracht. Weißt du noch wohin? Crow's Puddle. Das ist südöstlich von hier. Das Wasser ist nicht sehr tief dort, ist mehr eine feuchte Senke. Aber sei vorsichtig, die Gegend ist ziemlich unsicher. Danke, Colleen. Und wieder einen weiteren Auftrag. 210 Meter. Ja, dann werden wir uns mal da irgendwie hinbeamen, hätte ich beinahe gesagt, aber geht ja nicht. Oh, was ist denn hier unten auf der Map los? Guck mal, wie blau das überall leuchtet. Unten links. Oh. Kann ich jetzt doch da rein oder so? Oh ja, jetzt könnte ich da überall rein. Aber wir kümmern uns einfach mal um dieses Hauptding hier. 120 Meter. Wo lang? Neun Orti von Kneipe. So, ein bisschen schnetzeln. Wo ist hier einer? Ah, hier. Ja, von der Waffe hier ist schon alles richtig. Schade. Weil meine stärkste Waffe ist ja eigentlich meine 5. Und meine 5 ist ja eine stumpfe Waffe. Ist ja doch die Keule von Sordahan oder wie der hieß. Sordahan, Sordahan. Na, ihr wisst schon. Von dem Typen. Auch zu den Fischen. Auch zu den Fischen. Da haben wir hier schön nicht. Alter. Mhm. Willensstärke erhöht. Gut, brauche ich zwar nicht, glaube ich, aber egal. So. Na, eigentlich kann ich schwimmen. Mir vorstelle, ich hätte jetzt so eine Ritterrüstung an, dann müsste jeder mal irgendwo rumlaufen. Ach, guck mal, ich sehe da was. Ich sehe eine Spitze. Da. Bringen wir es hinter uns. Wie, was denn? Komm mal aus dem Wasser raus. Boah, jetzt gibt's aber Hau hier. Aber richtig Haue. Oh, gut. Komm her. Oh, ich bin vergiftet. Aber egal. Komm her, komm her. Oh, super. Oh, die macht ja alle freiwillig, diese Drehdinger. Ich habe jetzt gerade nichts aktiviert gehabt. Also jedenfalls nicht die letzten zwei. Aber den hier. Ach nee, der feiert meinen Superschlag. Ja, also... hier, ja, olle Typi hier, voll ausgerutscht. Witzig, witzig. Ausgerutscht und Genick gebrochen. Ja, muss ich die wirklich plündern hier alle? Ich glaube nicht. Was soll ich von denen schon erwarten? Was soll ich von denen bekommen? So, das heißt, wir müssen jetzt... Die Kirchturmspitze habe ich also. Ja, würde ich einfach mal behaupten. Jetzt müssen wir in diese Richtung. Aber warum? Oh. Was sind jetzt hier für Gegner? Ach, Flugzeug. Das ist gut. Ja, das ist super, Butchie. Aber hier, Wespenflügel. Mhm. 300 Meter. Warte, muss wieder einer sein. Oh, da. Ja, also müsst ihr euch bemerken... Wenn ihr in den Sümpfen seid, braucht ihr echt eine scharfe Waffe oder eine spitze Waffe, je nachdem, wie ihr nennen möchtet. Aber wie gesagt, ist schade. Echt schade. Oh, eine Höhle. Eine Höhle.
Das... Oh, Spinnen. Wobei, hier könnte ich jetzt die Waffe wechseln. Ah, scheißegal. Oh, ich muss mich aber trotzdem so langsam mal um meine Gesundheit kümmern. Hui. Oh, da muss noch eine Spinne sein. Komm, Waffe weg. Ich heb mir meine Tränke einfach auf. Ich belaste dabei, dass automatisch alles geht. Aber ich kann ja schon mal die Waffe wechseln. So, die 5. Weil den Spinnen ist es egal, womit ich die eine reinhaue. Ey. Kommst du nicht über die Spinne rüber? Pfui, Spinne. Hier muss ja irgendwas sein. Ja, Truhen. Ach, schon wieder Profi-Schloss. Ey, so langsam brauche ich wirklich... naja. Komm, wir versuchen es mal. Vielleicht finden wir die super-duper-Hyper-Waffe. Ah, schon wieder vertänzelt. Verdammt nochmal. Ja, bin ich auch der Meinung. Ah, wieder was gefehlt. Ach, komm her. Diese Schlösser. Ach, und ich kann ja noch nicht mal irgendwo hin, um jetzt neue Schlösser zu kaufen. Neue Schlüssel meine ich natürlich. So, mal gucken, was hier ist. Wenn da nichts besonders ist, dann lasse ich das sein mit den Schlössern hier. Oh. Mhm. Gut, ich nehme es, aber Schlösser sind mir egal. Ja, irgendwo muss ich ja wahrscheinlich wieder welche kaufen können. So. Steigert die Stärke. Das ist gut. Was sehen meine Augen? Tja. Schön eine reinziehen. Ja, schade. Ich hätte da vielleicht auch mit dem Zauberstab ein bisschen was machen können. Weil das sind ja nun nicht die deutschen Gegner im Grunde genommen. Aber egal. Ach, das ist die Königin. Die hält natürlich ein bisschen mehr aus. Oh, stellt euch mal wirklich vor, so eine riesen Wespe kommt auf euch zugeflogen. Oh mein Gott, sag ich da bloß. Oh Gott. Hoffentlich lohnt sich's. Nee, macht das nicht. Muss er hier lang. So, wo ist hier was? Ja, diese ganze Viehzeug. Irgendwie... Wo lang? Glaubt ihr denn auf dem richtigen Wege? Versunkener Friedhof. Da muss ich rein. Yep. Ah, falsche Waffe. Warte mal, 1500 Schaden. Mal die andere Waffe nehmen, die 4. Ja, weitaus mehr. 1800 oder so ähnlich. Dread ist tot. Oh mein Gott, der arme Dread. Und ich denke mal, wenn ich die hier erledigt habe, dann kann ich die Kirchturmspitze wieder aufsetzen. Ich weiß es nicht genau. Oh, hier hinten haben wir was. Ein Teleporter. Nee, nee, den wollen wir jetzt aber nicht benutzen. Hier kann ich bestimmt die... Ach, guck an. Da will jemand.
und Ärger. Oh, ein ultimativer. Oh, 200 Schaden, ach du Scheiße. Einfach doch die ganze Zeit schlagen. Komm, die 5. Ja, bleibt sie gleich. Ist also nicht so aufregend. Aber wir spielen ja diesen leichten Modus. Das heißt, der Gegner sollte kein Problem sein. Hau weiter. Jawohl, einfach weiter. Jetzt, wo er da unten rumliegt. Bam. Ja, im leichten Modus hat er also keine Chance. Nimm das Amulett von der Leiche der Kreatur. Da ist es. Seltsam glühendes Amulett. So, können wir noch hier reingehen? Ist hier irgendwas? Nein, hier ist nichts. So, das heißt, wir müssen jetzt zurück zum Priester. Aber nicht mehr in dieser Folge. Wir sind eh schon viel zu lang. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und von daher, wie immer, Donkey.